Günther Fielmann, der Brillenkönig ist tot. Der erfolgreiche Unternehmer Günther Fielmann ist am Mittwoch, dem 3. Januar im Alter von 84 Jahren gestorben. Das Brillenunternehmen teilt mit, dass er friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen sei. Demnach starb er also in Lütjensee, seinem Wohnort in Schleswig-Holstein. Die Optikerkette von Fielmann ist 1972 mit einem kleinen Geschäft in Cuxhaven entstanden. Damals hatte der Unternehmer mit seiner breiten Auswahl an schönen Brillenmodellen eine echte Marktlücke gefunden. Diese bot er als Brillen zum Nulltarif an, da er sie ohne Kundenzuzahlung verkaufte. Heute kennt sie jeder. Die Brillen von Fielmann findet man in jeder Einkaufspassage. Diverse Modelle werden in insgesamt 977 Filialen im In- und Ausland verkauft. Anfangs nur ein kleiner Laden, beschäftigt Fielmann heute mehr als 23.000 Mitarbeitende. Auch sein eigener Werbespruch, Brille Fielmann, ist überall bekannt. Günther Fielmann, ein Jahrhundertunternehmer und Visionär. Die Führung des Familienunternehmens hat Fielmann 2019, kurz nach seinem 80. Geburtstag, an seinen Sohn Mark Fielmann, 34, übergeben. Fielmann habe den Einfluss der Familie für zukünftige Generationen gesichert, indem er die Mehrheitsbeteiligung an der Fielmann-Gruppe in eine Familienstiftung überführte. Mein Vater hat immer wieder kundenfreundliche Leistungen eingeführt, die es davor nicht gab. Er hat die gesamte Branche im Dienste der Kunden revolutioniert, so der Sohn des Unternehmers. Neben seinem Lebenswerk als Optiker habe Fielmann viel Geld in Bildung, Ökologie und Naturschutz gespendet. So hatte er das Schloss Plön gekauft und renoviert, um dort Augenoptiker für die gesamte Branche auszubilden. Mit einem Jahresumsatz von zuletzt fast 1,8 Milliarden Euro ist das Unternehmen Fielmann zu einem der erfolgreichsten in Deutschland geworden. So wurde Fielmann vom Aufsichtsratsvorsitzenden der Fielmann Group, Professor Mark Binz, 74, zum Jahrhundertunternehmer und Visionär gewürdigt. Seine erfolgreiche kundenfreundliche Philosophie, die Werte und das Menschenbild sollen auch weiterhin bewahrt werden. Wir wünschen Familie und Freunden viel Kraft. Das war der neueste Prominente, der uns leider verlassen hat. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um ihm für die von ihm geleistete Arbeit zu danken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.